Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und ja, die letzte Folge ist etwas länger geworden, deswegen werde ich die Folge wahrscheinlich etwas kürzer machen müssen. Aber das sehen wir dann. Erstmal geben wir jetzt Blob seine Trollfinger. Get them chokes, boy! This beats a good heap and plate of Blob-inspired justice with a side of beans! Cause beans are delicious when you pair them with justice! Ha! Yeah! Und der ist komisch. Ja, wir haben doch Trollfinger, oder? Nee, das sind Koboldklauen. Was sollen wir ihm bringen? Trollvergeltung. Trollfinger. Haben wir sowas schon überhaupt? Nö. So, aber wir haben den... Ja, die Möglichkeit runterzufallen. Das ist ganz toll. Nein, ich meinte, wir haben jetzt den Slider-Fähigkeit. Damit kommen wir jetzt endlich auch an Orte, an die wir vorher nicht kamen. Also eigentlich zum Beispiel hier unten durch. So. Und nun sind wir wohl im letzten Teil der Höhlen, dem die Trolls rumlaufen. Bist du ein Troll? Ja, du bist ein Troll. Oh Gott. Und von euch müssen wir Finger sammeln. Wir haben einen Wandhuhn gefunden, obwohl wir keine Wand eingeschlagen haben. Ah, hier ist nichts, also keine Schätze oder sowas, aber hier ist dafür wieder was. Hi Jungs, das sieht wirklich aus, was ihr da macht. Und es ist effektiv, ne? Wow. Hey, mein Zimttörtchen. Hallo Händler. Okay, hier scheint der Rückweg zu sein. So. Baboom. Karte, wo wollen wir hin? Da wollen wir hin. Das ist noch ein gutes Stück. Deswegen gucken wir erst einmal nach. Au. Jetzt ist Fidget verstummt. Und wir haben noch mal eins auf die Decke gekriegt. Das finde ich jetzt nicht so gut. So, hier mal wieder Feuersäulen, die wir angeben können. Schleimpanzerbaubalan. Ah, den brauchen wir doch nicht. Davon haben wir schon einen. So, einmal ein bisschen Leben, bitte. Ring des Lichts, davon haben wir auch schon einen. Okay, da lang geht's weiter. Weiter wollen wir nicht. Erstmal wieder runter hier. Oh, und Schlüssel. Schlüssel ist toll. Händler, Bombe. Hm. Hast du uns was zu sagen? Ah, hello again. Ja, das denkst du dir immer, weil wir... Your transaction is most... Thank you. Weil wir ja Zeug von dir kaufen.
was wir auch brauchen. So, etwas höher, etwas höher. Na komm. So, jetzt sind wir ganz oben. Ah, Mist. Wie kommen wir an den Schlüssel? Wir können uns ja hier nicht durchfallen lassen, nö. Irgendwie schwierig, an den Schlüssel zu kommen. Vor allem, weil das den Staubsturm immer dann macht, wenn ich ihn, wenn es zu spät ist. Oder irgendwo hängen bleibt und dann aufhört zu stürmen. So, mal hochheilen. Dann gehen wir jetzt mal nach da oben. Wenn wir können würden. Nein, hier geht's nur wieder zurück. Okay, das ist etwas doof. Na, kommen wir noch mal. Vielleicht kriegen wir noch eine neue Fähigkeit, mit der wir da dran kommen. Nur nicht runterfallen. So, gespeichert haben wir. So. Ein paar auf die Neune. Klappt ja ganz gut hier jetzt mittlerweile an denen vorbeizukommen. Und sind wir immer noch lieber als diese Trolls mit den Steinschildern. Was zur Hölle? Wer oder was hat da gerade Bergarbeiterausrüstung? Bergarbeiterausrüstung bringt mehr als dieser Taucheranzug. Einmal abwärts. Neuer Laden. Okay, hier stellt durch. Ich will nicht wissen, was das für ein grünes Zeug ist. Ja, ich könnte mal mutmaßen, was das ist, aber... Ja, hör lieber bitte auf. Danke, danke. Schaf! Da kommen wir nicht hoch. Gibt wahrscheinlich auch noch Doppelsprung in diesem Spiel, hä? So, ja, danke. Hallo, Händler. Was hast du uns zu sagen? Er steht uns zu Diensten. Hat er eigentlich was Interessantes? Er verkauft hässliche Anhänger. Anhänger der Schönheit plus 1 Regeneration? Wusu. Rüstung verkauft immer noch keine besseren. Dafür verkauft er den Ring, den wir haben. Und einen Schlüssel. Okay, das mit dem Anhänger hier.
Der ist gekauft. So, den ziehen wir auch gleich an. Und ja, weil ich bereits sagte, die letzte Folge war etwas länger, deswegen mache ich diese etwas kürzer. Gibt es an dieser Stelle schon mal einen Cut. Und dann geht's wieder mit den normalen 15-Minuten-Folgen weiter. Also bis dann.